Wie geht's euch? Hallo zusammen. So, ich habe mich dazu entschlossen, dass wir heute nochmal ein bisschen Dreams spielen. Vielleicht nicht den ganzen Stream, mal schauen. Ich werde heute, habe ich beschlossen, einfach so ein bisschen spielen, auf was ich Bock habe. Kann auch sich ändern. Hey, Daniel, hallo, das freut mich, dass du da bist. Ein Real-Life-Freund von mir, den ich leider viel zu selten sehe. Leider viel zu selten in Kontakt bin. Finde ich cool, dass du hier bist. Hi. Cool. Überpünktlich sogar. Oder sehr pünktlich. Yay. Da flattern die Ohren. Coolio. So, genau. Wir spielen jetzt erstmal noch ein bisschen Dreams, weil das Spiel hat mich beim letzten Mal echt fasziniert. Und ich bin echt gespannt, was wir da noch so für Kreation finden. Das sind schon die paar Jahre. Das stimmt. Der Daniel ist auch wirklich einer von diesen Freunden für mich zumindest. Auch wenn ich den dann jahrelang nicht sehe, ist es irgendwie so, als hätte man sich irgendwie vorgestern das letzte Mal gesehen, wenn man sich doch wieder trifft. Das ist irgendwie so, ne? Es gibt einfach so Leute. Ja, die Mütze ist super, oder? Hast du die noch gar nicht gesehen, was du so lange nicht mehr hier in den Streams dabei, Ratze? Die habe ich jetzt beim Stream eigentlich immer auf. Die Wackelohrmütze. Die ist toll. Ich kann nämlich mit den Ohren wackeln. Cool. Wenn ihr wollt, schreibt mir gleich mal Vorschläge. Also irgendwie zum Beispiel eure Lieblingsspielerei oder irgendwas. Das geben wir ein und schauen, ob es das gibt in Streams. Und dann werde ich einfach, wenn wir irgendein Stichwort haben, Autosurf machen. Dann spielen wir einfach zufällig, was das Spiel uns vorschlägt und schauen mal, was da Leute schon an cooles Zeug wieder gebastelt haben. Da bin ich gespannt. Entzückende Mütze. Ich starte jetzt mal. Als erstes spielen wir jetzt gleich mal Nintendo auf der PlayStation 4. Weil das wahrscheinlich noch nie zuvor möglich war. Schauen wir uns mal an, was zum Thema Zelda schon alles in Dreams zusammengebaut wurde. Vielleicht sollte ich es noch anders richtig schreiben. Das würde wahrscheinlich helfen. Und jetzt starten wir einfach mal die Auto-Dreams. Wow, ich kenne mich da gar nicht aus. Ach so, ich muss das vielleicht ganz kurz nochmal erklären für alle, die beim letzten Mal nicht dabei waren oder Dreams nicht kennen. Das ist von Sony selbst jetzt quasi, also von einem Studio, von den Machern von Little Big Planet, eine Art Baukasten, ein sehr komplexer Baukasten, fast schon wie eine Engine im Grunde, in der man sich selber Spiele zusammenbasteln kann. Von Grund auf quasi alles selber modellieren, selber animieren, selber Musik machen. Und sehr viele sehr talentierte Menschen haben schon sehr beeindruckendes Zeug in diesem Spiel gebaut. Und da surfen wir heute einfach so ein bisschen durch. Für den Anfang mal. Hi Katka, hallo. Rotbärtiger Kopffüßer. Hätte gern so einen Tentakelbart. Vielleicht sollte ich mir den Bart ganz lang wachsen lassen und dann lauter so Tentakelzöpfe flechten. Die so einzeln, so wie so bei so einem Tintenfisch vom Gesicht ab. Okay, starten wir mal. Ich bin gespannt, welche Zelda-Träume wir schon haben. Hey, wie das rechtlich funktioniert, dass Nintendo sich da nicht beschwert? Ich weiß überhaupt nicht, was da los ist. Hi, Ramsi! Frohe Weihnachten! Dir auch? Schneit's bei euch auch? Ja, bei uns schneit's auch. Ich glaube, zum ersten Mal diesen Winter haben wir Schnee. Okay, ja, ich meine, sieht aus wie Link. Kann man nichts sagen. Hallo, entriges Fichtenholz. Wie geht's? Die Musik ist schon mal sehr gut. Also wenn die selbst komponiert ist und nicht einfach mit einem Mikrofon aufgenommen, muss ich es lauter machen ein bisschen. Ist schon mal sehr schön. Eine leicht komische Laufanimation, aber gut. Rubine, die man aufsammeln kann. Eigentlich ist schon alles da, was man braucht. Springen? Springen! Moment, man kann in Zelda nicht springen. Also doch, inzwischen schon. Hey, vielen Dank. War lang nicht da, Ratze. Dankeschön. Freut mich sehr. Freut mich auch sehr, dass du wieder dabei bist. Natürlich. Und doppelt für die Spende. So. Ein Rätsel. Guck dir das an. Ach ja. Schön.
einen Schneemann gebaut. Cool. Ich glaube, unser kleiner Kater, der Gannon, hat heute zum ersten Mal in seinem Leben wirklich Schnee gesehen. Ich meine, so ein bisschen Puderzucker, aber dass so richtig Schnee liegen bleibt, das kennt er, glaube ich, noch nicht. Er war echt fasziniert und ist dann irgendwann plötzlich voller Schnee panisch wieder reingelaufen. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Das war zu viel für ihn. Okay, aber ich kann irgendwie nicht wirklich was machen in dem Spiel bis jetzt. Das ist eher, glaube ich, so eine Tech-Demo. Und jetzt kann ich mit meinem Wichtel nicht mal mehr in den Link rein. Ich kann springen und Rubine sammeln. Da ist ein Schwert. Das ist ehrlich gesagt nicht besonders, wie das Master-Schwert aussieht. Aber gut. Ein besoffener Link, so ein bisschen. Ja, das stimmt. A Link to the Wirtshaus. Ramsi, dankeschön fürs weiterhin subscriben, 22 Monate lang. Und wenn es nicht eine Unterbrechung gegeben hätte, schon länger wahrscheinlich, glaube ich, ne? So war das doch. Verrückt. Dankeschön. Schwammal. Na gut, ich glaube, hier haben wir schon ziemlich alles gesehen jetzt, oder? Da oben glitzert was im Baum. Aber wie kommt man da hin? Klettern kann ich nicht, rollen kann ich nicht. Bumerang, Schwert und noch irgendein Symbol sind da. Aber ich kann, wie gesagt, nichts machen, außer rumhüpfen. Naja, okay. Trotzdem cool. Aber der Soundtrack ist bis jetzt... Also das ist das, was mir am besten gefällt, finde ich wirklich. Das hat er schön nachgebaut. Na gut, gehen wir weiter zum nächsten. Ocarina of Time, Temple of Time. Das kenne ich sogar schon. Das ist nur ein Standbild. Aber ist das nicht schön? Das ist nicht cool? Das dunkle Hyrule aus Ocarina of Time. Mit zwei verschiedenen Perspektiven. Sehr schön nachgebaut. So würde ich mir ein Remastered von Ocarina of Time gerne wünschen. Verdammt. Das wäre super. Hey, listen. Genau. Wäre das nicht cool? So für die Switch. Ocarina of Time Remastered. Ruhig in so einem artsy Look, wie das hier hat. Das sieht schon toll aus, finde ich. Gefällt mir sehr gut. Aber mehr gibt es hier nicht zu sehen, außer den schönen Todesberg im Hintergrund. Und die Zitadelle der Zeit. Auf jeden Fall cool. Weiter zum nächsten. Ah, das habe ich auch tatsächlich schon gesehen. Hat mich echt auch beeindruckt. Der dunkle Marktplatz. Apropos dunkel. Es ist ein bisschen dunkel im Stream, oder? Aber es geht schon, glaube ich. Nee, zu diesem Fallout, das nachgebaute, gibt es leider noch kein Update. Aber das ist immer noch cool. Einige, die Zelda nicht kannten, erkennen das vielleicht, weil ich es in Minecraft fast originalgetreu nachgebaut habe. Mit Hilfe der Community natürlich. Okay, das war's schon. Es geht weiter mit... Oh, der junge Link. Aha. Okay. Interessant. Nur, dass ich irgendwie nichts machen kann. Na gut. Ich schätze mal, das gibt's auch. Kann ich den anderen übernehmen? Wartet mal ganz kurz, wie schicke ich denn meinen Wichtel wieder raus? Kann ich die Puppe auch übernehmen? Ja, dann kann ich mir mit der jetzt anschauen, wie Link hier steht und das Master-Schwert rauszieht. Gerade. Eher so ein Stillleben. Runde. Na gut. Schauen wir mal weiter. Oh, Zelda-Theme. Da hat jemand das einfach nur Musik nachkomponiert. Okay, cool. Das war's schon. Aber kurz. Aber im Grunde perfekt.
Fairy Fountain. Jetzt kommen ganz viele Musikstücke einfach nur. Ich meine, ich finde das eh cool. Ah, Moment mal. Ich sehe doch was. Ich sehe einen Link in einem echt witzigen Cartoon-Stil vom Filmbrunnen. Da war nur irgendwie die Wand im Weg. Interessant. Naja, ich habe es ja beim letzten Mal schon gesagt, das wirklich Interessante an dem Spiel ist ja auch... Ich glaube, jetzt ist es ein bisschen laut, oder? Das wirklich Interessante an dem Spiel ist ja auch, dass... jedes Feature, das von irgendjemandem erstellt wurde, von allen anderen wieder benutzt werden kann. Also jetzt am Anfang habe ich schon ganz viele Demos gesehen und ganz viele, eben zum Beispiel nur Musikstücke oder nur einzelne Modelle, die besonders gut aussehen, die einfach nur mal zur Verfügung gestellt wurden, veröffentlicht wurden und die dann eben weiterverwendet werden können von anderen für ihre Projekte. Und so können quasi mit der Zeit riesige Community-Projekte entstehen im Endeffekt. Da bin ich sehr gespannt drauf. Wobei sie jetzt auch schon das ein oder andere sehr beeindruckende Dingens gibt. Oh. Ein Wächter. Ich weiß aber nicht, wer wir hier sind. Ich meine, keine Ahnung. Ein Ritter. Warum läuft denn da oben ein Timer mit? Passiert irgendwas irgendwann? Oh, guck mal, die Augen da hinten in der Höhle, das finde ich ja einen netten Kniff. Ist auf jeden Fall sehr schön gemacht hier. Überall zerstörte Wächter. Ein düsteres Schloss mit wieder so dunklen Blinkeraugen. Das ist aber echt cool gemacht, finde ich. Oh, wie sich die Musik jetzt auch verändert. Eine Musiktransition. Oh. Das ist cool. Ich habe fast Angst, da reinzugehen. Ach ja, Ratze, übrigens danke echt nochmal, dass du mir die Akte X-Spiele geschickt hast, aber ich krieg die leider nirgends zum Laufen. Es haut einfach nicht hin. Wenn du mir über Discord vielleicht nochmal kurz schreibst, wo ich die hinschicken soll, schicke ich die dir auch gerne wieder zurück. Den Versuch war es wert, aber es hat leider nicht funktioniert. Reagieren die Ohren auf Musik? Ach so, nee, nee. Die Ohren reagieren, wenn ich auf diese kleinen Pumpen in den Pfoten hier drücke. Das wäre natürlich noch viel cooler, wenn man die an Musik koppeln könnte. Mein Gott, das wäre ja super. Das ist schon ziemlich creepy hier. Aber ich kann irgendwie auch gar nichts machen, außer ein bisschen hoppeln. Deswegen gehe ich mal nicht davon aus, dass hier Gegner kommen. Okay, die aufgespießten Köpfe sind aber nicht mehr sehr Zelda-like. Hier wird es ein bisschen zu hart für Zelda-Verhältnisse. Zelda hat ja durchaus seine creepy Momente, aber das ist dann doch ein bisschen viel. Aber sehr atmosphärisch hier. Das ist bis jetzt, obwohl es nicht wirklich viel mit Zelda zu tun hat, oder vielleicht deswegen. Also ich meine, was schwer ist, das nachzubilden. Aber das ist bis jetzt, finde ich, das Beste, was wir so an den Dreams bis jetzt gesehen haben. Und jetzt gehen wir in den Keller. Ich glaube, das war's. Das ist jetzt schon das Nächste. Ein First Person Spiel. Die Vase ist runtergefallen. Ich war das nicht. Die hat schon gewackelt, als ich reingekommen bin. Ich habe sogar einen Körper, aber ich bin nur so eine Gliederpuppe.
Na gut. Ja, ist wirklich schade, dass das nicht hingehauen hat mit Akte X. Das wäre witzig gewesen. Hi Metatron, hallo, wie geht's? Ich meine, der ist zwar schön gemacht, der Traum hier, so optisch, aber ich erkenne jetzt hier nicht wirklich irgendwas, was mit Zelda zu tun hat. Aber gut. Dann gehen wir mal zum nächsten weiter. Oh ja, was haben wir denn hier? The Legend of Zelda Link to the Past, Sacred Grove. Oh, ich habe sogar einen Linkschatten, aber ich kann mich nur ganz langsam bewegen. Und mein Schatten kann rollen, aber ich nicht. Okay. Keine Ahnung. Mir geht's auch ganz gut, danke. Naja, ist schön nachgebildet hier. Oh, kann man da rausgehen? Ey, aber nicht mit der Geschwindigkeit. Ja, zumindest das Master Schwert sieht originalgetreu aus. Ich meine, das allein zu machen, ist schon extrem viel Arbeit. Das muss man schon sagen. Was Jersey Play Games Play Only a Dream? Also als Musikstück? Ich weiß nicht, wie ich das anstellen soll. Gibt Akte X auch für andere Plattformen, die du besitzt? Genau, du meintest mal, Ramsi, oder? Dass es Akte X auch für die PlayStation 1 oder 2 oder sowas gibt, ne? Da hast du mir mal geschrieben. Da muss ich auf jeden Fall mal gucken. Das wäre auf jeden Fall noch eine Option. Oh, hier ist aber die Framerate echt. Wow. Super im Keller. Bisschen zu viel Gras vielleicht oder so. Ich weiß es nicht, aber wow. PlayStation theoretisch ist aber sauteuer. Ja, ich hab genau, ich glaube, ich habe da eh schon mal geguckt. Auf eBay oder so gab es das irgendwie für riesige super 1000-Euro-Preise oder so. Habt ihr schon irgendwelche anderen Vorschläge, was ihr sehen wollt? Die Zelda-Spiele sind bis jetzt alle noch nicht so ausgereift, habe ich das Gefühl. Bis jetzt. Ein paar nette Sachen sind schon dabei, aber würde es auch gerne finanzieren, sagt Ramsi. Können wir mal schauen, wenn wir es zu einem einigermaßen vernünftigen Preis finden, weil sonst ist es ja irgendwie auch. Oh, Breath of the Wild Link. Oh, das ist schon schön gemacht, dass die Kameraeinstellungen hier genau sind wie in Ocarina of Time damals. Das ist schön, finde ich. Sehr schön nachempfunden. Temple of Time. Oh, schade, da kann ich nicht reingehen. Das wäre jetzt cool gewesen. Ist aber auch eine schöne Interpretation. Das ist eher so der vor dem Zeitsprung, als die Welt noch in Ordnung ist. Vor Ganondorf an die Macht kommt. Na gut, mehr kann man nicht machen. Aber das ist schön gemacht. Okay, ich schätze, das war ein Kurzfilm. Auch nicht schlecht. Die englische Version kostet aktuell rund 100 Euro. Boah, das ist natürlich schon krass. Was war denn das? Ja, ich bin mir auch nicht sicher, was das war. Ich glaube, da hat jemand irgendwie einen Kurzfilm gemacht über einen Ritter, der, weiß ich nicht, sich freut, dass Link da ist und ihn dann umbringt. Okay, das ist einfach nur der Raum des Master Schwerts, durch den man mit unglaublicher Geschwindigkeit durchrennen kann. Ist das jetzt Sonic oder Zelda? Und ist aber schön, ist aber perfekt.
Wie gesagt, und wenn dann irgendjemand mal ein Ocarina of Time Remake für Dreams machen kann, kann er sich das da rausnehmen alles und zusammen basteln zu einem fertigen Spiel. Das ist cool. Hallo, Elisabero, wie geht's? Das kriegt auf jeden Fall mal auch einen Like, weil das ist auf jeden Fall sehr schön gemacht, sehr detailliert. Lives lived, well lived, dies, was? Dark in the valley. If you want to know a way and the answer, the best thing is that you recover the four masks, the text, and they will be able to guide you to your destiny. Vier Masken mit Text finden und die zeigen mir dann meine Bestimmung. Und ich bin eine Barbaren-Gliederpuppe oder so. Ah. Na, schauen wir mal. Hier ist die erste Maske. Diese Maske hat keinen Text, aber irgendwas sehr Verstörendes. Ich sammle sie trotzdem. Oder habe ich sie jetzt gesammelt oder gekickt? Kann ich das Schwert nehmen? Das ist so beleuchtet. Ich glaube nicht. Schade. Das wäre cool. Hi, Apfel. Hallo. Wie geht's? Apropos Zelda, gibt deine Katzen noch? Klar gibt's die noch. Denen geht's alle drei gut. Die pennen momentan, glaube ich, alle. Die Zelda ist ziemlich dick geworden. Aber das ist auch gut so. Die Maske dieses Tempels hat Text, der sagt, die Seele... In sorrow are... Ne, warte mal. The souls in sorrow are of a dark color. Die Seelen in Trauer sind... haben eine dunkle Farbe und sind überaus mächtig. Of a dark tone with a certain red tone. Einer dunklen Farbe mit einem gewissen roten Farbton. Okay. Die Schatten sind stärker... als die Richtlinien des Schicksals oder so. Was? Und sie leben nur 2 Jahre und werden dann wieder erweckt mit einer Bestimmung. Interessant. What? Ich glaube, ich verstehe das Spiel nicht. Oh, hier geht es nicht weiter. Unsichtbare Wand. Ah, da hinten schwebt noch eine Maske rum. Dann wünsch die mal noch an. Oh, ich kann übers Wasser gehen. Ich bin offensichtlich Jesus. Barbaren-Gliederpuppe Jesus. Und anscheinend hat es irgendwas mit Zelda zu tun, angeblich. Diese Maske sagt, die Schatten verschwinden, wenn ihr Schicksal erfüllt wurde. Oder die Zeit des... Oder die Zeit sie zerstört hat. Außerdem verschwinden sie nicht... wenn ihre Zielzeit vorbei ist und dann irgendwas, das ich nicht lesen kann, auf Japanisch oder so. Okay. Skippen wir mal fröhlich durch die Wiese. Something strange to you, it moves in the pond. Ein Fisch. Anscheinend kenne ich keine Fische. Die kommen mir sehr komisch vor, anscheinend. Okay. Ich glaube, jetzt war ich überall, oder? War ich irgendwo noch nicht? Da hinten bei der Statue, da könnten wir noch schon, ob da noch eine Maske ist. Ansonsten, glaube ich, gehen wir mit dem nächsten Spiel weiter, oder? Warum drei? Wir haben uns mit der neuen Wohnung noch eine dritte Katze. Haben wir uns echt schon so lange nicht mehr gesehen. He is watching you. You. Na gut. Eine dritte Katze geholt. Den Ganon. Den Ganondorf Dragmire. Aber kurz Ganon. Und der ist riesig geworden. Viel größer als die anderen beiden. Red Door.
Die Statue eines Guides, eines Wegweisers. Come the 2 years of life. Das ist irgendwie in so einem komischen Englisch geschrieben. Who researched and helped. Der hat die Schatten erforscht und dabei geholfen, die Schatten 2 Jahre abzuwehren oder irgendwie sowas. Hey, gefallener Erzengel, vielen Dank fürs Followen und schön, dass du mit dabei bist. Hallo. Ah, du wolltest die Katze. Ja, Zizelda ist aber auch ein toller Katzenname, finde ich. Deine Freundin war dagegen und jetzt heißt sie Leia. Auch nicht schlecht. Der ist doch aber auch schon 1,5 Jahre alt. Der Gannon, ja, genau, der ist jetzt 1,5 Jahre ungefähr, das stimmt. In der neuen Wohnung warst du auch noch nicht, das stimmt. Müsste eigentlich echt mal vorbeikommen, finde ich. Ah, da ist noch ein Text. Da stand jetzt gerade irgendwas von der roten Tür. Meinen die das Tor? Kann ich da jetzt durchgehen vielleicht? Ja, na schaut euch das an. Das Schicksal derer, die nur die Wahrheit kennen, ist irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, jetzt kommt das nächste Spiel. Gut. Erreiche den Ausgang. Okay. Wow, ist das überbelichtet. Das ist schon mal sehr gut. Unendlich rollen ist schon mal, ist das, ich glaube, hey, schon wieder. Ist das hier Sonic oder Zelda? Kann ich sonst noch was machen? Ich kann noch mehr Licht machen, wenn ich will. Ja. Schwert ziehen. An dem Link würde ich noch ein bisschen arbeiten. Aber gut. Es ist immerhin ein Anfang. Hey, aber ohne Witz jetzt. Ich weiß, ich habe den Editor schon ein bisschen getestet, habe mir das angeguckt. Schon alleine darin steckt wahnsinnig viel Arbeit. Da kann man, auch wenn man jetzt da gut drüber lachen kann, was halt ein bisschen albern aussieht, aber. Aber das ist auch sehr viel Arbeit. Oh nein, mein Greenscreen ist ganz falsch. Unverschämtheit. Oh, mein Gott, das könnte sein, dass das echt das letzte Mal war, dass wir uns persönlich gesehen haben. Ich bin mir nicht sicher, ob das das letzte Mal war, aber könnte schon sein, oder? Und das ist, glaube ich, mindestens 4 Jahre her. So ist das. Hi, gestafft. Hallo. Das könnte wirklich sein. Oh, Island of the Windfish. Die ist aber schön gemacht. Hey, das sieht aber gut aus. Ist wahrscheinlich nur ein Stillleben wieder. Also so ein, wie nennt man das? So ein feste Kamera halt, so eine feste Einstellung. Aber schön, schön gemacht. Aber ich glaube, das war es so ziemlich auch. Naja, ist auf jeden Fall sehr schön. Weiter. Mal schauen, wie viel Zelda es noch gibt. A Link to the Past. Work in Progress Version 2. Title Screen. Ach, ich glaube, das ist nur der Title Screen. Oder? Und jetzt ist es zu Ende. Nee. Okay, ich bin irgendwie ein Detektivfuchs. To-do-List, improve door open, close logistic. Okay, das ist wirklich so ein Work in Progress, im Grunde so eine frühe Demo. So eine, nicht mal eine Alpha, eher so ein Proof of Concept oder irgendwie, wenn überhaupt. Das bin ich. Und Türen, den ich nicht interagieren kann. Und verschiedene Bauteile, die schon fertig sind. Zumindest die Schilder funktionieren schon. Na dann. Next. Was ist denn mit Link los? Der sieht aber schlecht gelaunt aus.
Oh, ist das das Kokiri-Dorf? Nee, das ist von der Architektur her ein bisschen komisch. Aber es könnte schon sein, dass das so. Ich weiß nicht genau. Es ist schon sehr das Kokiri-Dorf, aber andererseits auch wieder nicht. Geh ins Licht, Link. Ach so, das war's. Jetzt kommt schon das nächste. Breath of the Wild. Recreation. Okay. Sag mal, hast du eigentlich das The Legend of Zelda Link's Awakening 2019 gekauft? Nein, das habe ich leider nicht. Das würde ich dann auch gern mal spielen. Nee, das habe ich leider mir nicht geholt. Auf das habe ich verzichtet. Weil. Sony-Logo. Oh, das ist sogar ein Spiel, oder wie? Psycho Mushroom Travel Version 2.4. Na, das schauen wir mal. Das habe ich mir auf jeden Fall nicht geholt, nee. Moment mal! Das kennen wir schon. Das haben wir schon letzte Woche gespielt. Nur hatte das dann noch ein anderes Intro. Das ist eine neuere Version, glaube ich. Oder ist das dasselbe? Ja. Das ist genau dasselbe. Jetzt esse ich die Pilze und dann beginnt der Drogentrip und dann wird's irre. Das war eigentlich ein cooles Spiel. Aber ich glaube, ich will es nicht nochmal spielen. Vielleicht ein bisschen. Hä? Das ist neu. Oder? An das kann ich mich nicht erinnern. Das ist wirklich neu. Okay. Wie weit bist denn du jetzt schon, Nein, Squid Bird Red Assist, bei Fire Emblem mit DLCs? Ah ja, das kenne ich schon. Genau, das haben wir schon gespielt. Das ist eigentlich ganz cool. Ich fand nämlich auch den Soundtrack gut in dem Spiel. Jetzt wäre eine Geschenkoption im Nintendo Shop gut. Dann könnte man dir Link's Awakening schenken. Das wäre natürlich super cool. Aber die gibt es leider noch nicht. Das finde ich auch doof. Das finde ich schade, dass es das noch nicht geht. Man könnte ja, wenn man wollte, quasi so zweckgebunden eine Donation machen. Das würde gehen, aber ich finde es auch schade. Auch bei, ich glaube, bei PlayStation geht das auch nicht, oder? Eigentlich nur bei Steam. Das ist eigentlich eine coole Funktion. Finde ich echt schade, dass es das nicht. Ah, okay. Oh, bin ich jetzt tot? Überhaupt nicht verstörend. Herein. Und hier spielt mir jetzt, glaube ich, The Floor is Lava im Grunde. Genau. Ach ja. Passt schon. Machen wir weiter. Das ist aber wirklich ein cooles Spiel. Das ist tatsächlich mal ein richtiges Spiel. Die Steuerung ist auch nicht schlecht.
The Song of Storms. Ja, das ist er. Mit dem DLC bist du schon fertig. Okay, der geht leider gar nicht so lange. Aber ich habe dann nochmal mit den Löwen angefangen und da kann man nochmal die DLCs extra spielen. Okay. Na gut, hast du es jetzt dann quasi mit allen durchgespielt wahrscheinlich. 100% beendet. Hat sich die Windmühle gerade die Richtung gewechselt? Ja, ist auf jeden Fall eine schöne Recreation der Musik.